Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil HD Remaster Part 5. Und in der letzten Folge haben wir uns verirrt wie in einem Labyrinth. Wir haben ja ein paar Rätsel irgendwie lösen können, aber so richtig weit sind wir auch nicht gekommen. Und ja, ich habe wie versprochen nach der letzten Aufnahme so ein bisschen rumgespielt, rumgeguckt, rumgetestet. Also, ich sag mal so, kein Wunder, dass die Rätsel so schwer sind. Ich würde so oder so jetzt gar nicht mehr weiterkommen können. Die Antwort aufs Weiterkommen liegt im Inventar. Ihr glaubt es nicht, ich auch nicht. Ich hatte so gedacht, irgendwie kann das nicht sein. Irgendwas muss doch hier sein. So, da habe ich mir die Gegenstände nochmal so alle angeguckt. Und dann kam ich auf diese Münze. Da habe ich mir gedacht, was ist das zum Teufel für ein Teil? Da habe ich das mal so gedreht. Dann denke ich, hä? Sieht aus wie eine Rüstung. Dann habe ich gedacht, es sieht aus wie ein Rüstungssymbol eigentlich. Und das erinnert mich wieder an Türen. Dann habe ich gedacht, drück doch mal irgendwas. Und siehe da, es entwickelt sich ein Schlüssel. Sie hat die Form eines Schlüssels angenommen. Schlüsselimitation. Ja, so weit bin ich auf jeden Fall gekommen. Und ja, alles andere, ich habe wirklich alles durchgeforstet. Also anscheinend kommen wir so oder so nicht weiter. Wir brauchen einen Schlüssel. Aber ich sehe, das ist ein Schlüsselimitation. Wenn ich jetzt so denke, Imitation, das ist ja das Problem, was ich vor zwei Folgen gehabt hatte. Diese Ritter, die diesen Schlüssel bewahren. Wahrscheinlich müssen wir da hingehen und den als Köder sozusagen hinlegen, damit die Falle nicht zuschnappt und wir den richtigen Schlüssel nehmen können. Das wird meine Vermutung sein. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall dahin. Bevor wir das machen, werden wir auf jeden Fall wieder ein paar Sachen ablegen. Ich überlege, ob wir noch irgendwas ablegen sollen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Symbol anfangen soll. Ich würde sagen, wir legen das einfach mal hier hin. Blauer Edelstein, Feuerzeug. Ich würde mal sagen, Feuerzeug ist ja einfach. Wenn ich was sehe, was man anbrennen kann, dann nehme ich es auf jeden Fall direkt mit. Blauer Edelstein, ich würde sagen, ich würde darauf spekulieren, auf mein Glück. Vielleicht habe ich irgendwie Glück und sehe irgendwas, was ich einsetzen kann. Ich gucke noch eben mal hier rein. Treibstoffkanister. Wir haben ja ab und zu Zombies auf dem Boden liegen sehen. Ich überlege, ob es nicht Sinn macht, die zu verbrennen, damit wir nicht wieder die eine oder andere Überraschung erleben. Okay, ich würde sagen, wir machen das auch. Und wir füllen es auf. Hälfte des Kerosins da, Kanister auffüllen, jawohl. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt. Gucken wir nochmal rein. Zwei Stück, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu der Stelle mit den Ritter, wo man diesen Schlüssel sammeln kann. Und nochmal großes Sorry, dass die letzte Folge ein bisschen lang geraten ist und nicht so viel gemacht haben. Dafür bemühe ich mich natürlich jetzt in dieser Folge sehr viel Richtiges zu machen. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder die Runde. Und ich habe mir wieder was zu trinken mitgebracht. Wasser, ne? Also nicht wundern. Letztes Mal war es Mezzo-Mix, jetzt war es Cola. Jetzt ist es Wasser. So, ich komme schon ganz sicher da. Hier, Wasser. Ne? Wasser. Das treibt das Denkvermögen an. Ob ich so viel denken muss, man weiß es nicht. Okay, wir gucken nochmal auf die Karte. Bevor wir hier durchgehen, möchte ich nochmal in diesen einen Raum nachschauen. Ich meine, wir haben noch nicht alles gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich guck mal eben nochmal hier rein. Offenes Tagebuch, Seiten sind... Achso, das war mit den Seiten. Ich dachte, da wäre noch was anderes, aber okay. Nee, hier gibt es anscheinend wirklich nichts mehr. Okay, hätte ja sein können. Weil, wenn wir schon mal hier sind, dann, ja. Können wir ja nochmal einen Blick drauf werfen. Wir haben gesehen, hier ist nichts. Dann, gehen wir natürlich wieder zurück. Die Tür ist noch verschlossen, Rüstungssymbol. Ah, das werden wir wahrscheinlich noch freischalten. Wir haben ja sowas ähnliches wie eine Rüstung, nur als Imitator. Wir müssen wahrscheinlich... Ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Rittern, die diesen Schlüssel bewachen, das sind ja so Rüstungen und so, die das symbolisieren, diesen Raum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir diesen Schlüssel haben, diese Rüstungssymboltüren öffnen können. Okay, hier ist die Tür verschlossen. Hier ist auch Rüstung, oder? Ja. Merken wir uns das schon mal für die Zukunft, also in dieser Folge.
dass wir auf jeden Fall diese Türen dann passieren müssen. So, ich meine, das war der Weg hier zu den Rüstungen. Okay, hier sind wir wieder außen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich mich nochmal hier mit der Gegend hier vertraut mache. Hier haben wir das Halsband und dadurch die Münze gesammelt. Ihr erinnert euch. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist die Frage... Ja doch, hier müsste das doch sein, ne? Die Abkürzung. War das nicht hier? Ja, ja, hier war das. Wir sind richtig. Alles gut. Boah, Alter. Boah, hab ich Reflexe, ey. Ich war gerade noch am Trinken und dann stelle ich das Glas ab und dann höre ich dieses komische Fieder rennen und dann direkt mit dem Controller am Laufen, ey. Mein Gott, ey. Er fängt ja gut an mit den Reflexen. Ich hoffe, dass ich nicht diesen Weg zurückgehen muss. Aber ich habe so ein Gefühl, ich muss es bestimmt wieder machen. Also zurückrennen. Okay, möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Hausschlüssel mitnehmen, jawohl. Okay, gucken, ob es klappt. Ah, im Prinzip muss es ja klappen. Wir haben ja die Form eines Schlüssels. Aber ich muss auch ehrlich sagen, man hätte statt Münze, hätte man sagen müssen, Anhänger ohne Schlüssel. Dann hätte ich das verstanden. Dann wäre ich sofort drauf gekommen, hätte ich gesagt, ah, klar, das ist ein Schlüssel. Aber wenn man die Münze sieht, auf den ersten Blick sieht es gar nicht aus wie ein Schlüssel. Also ich habe mir fest vorgenommen, alle Gegenstände, die ich sammle, die werde ich auf jeden Fall genauestens überprüfen und sogar auch Sachen, die ineinander verschachtelt sind. Weil die Münze, die hatten wir aus dem Halsband. Und ja, ich war so leichtsinnig gewesen, ich hätte... Den Inhalt vom Halsband hätte ich auch nochmal überprüfen sollen. Dann wären wir, glaube ich, schon viel weiter gekommen. Schon wahrscheinlich in der letzten Folge wären wir jetzt da, wo wir heute sind. Okay. Was haben wir denn hier? Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir noch so einen Helmschlüssel finden müssen. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich den Schlüssel für die Rüstungstüren haben. Ich würde sagen, wir klappern jetzt die ganzen Türen ab, wo dieses Rüstungssymbol drauf ist. Das wäre, denke ich mal, die erste gute Idee. Leider müssen wir uns jetzt wieder durchkämpfen. Durch diesen Hi-Yo-Pi hier, hinter dieser Tür. Hab jetzt schon keinen Bock drauf. Alter! Du Hi-Yo! Steht der nochmal auf? Oder blutet? Nein! Ah! Ach, gut, dass ich nochmal gewartet habe. Der müsste jetzt eigentlich tot sein, oder? Ich sehe kein Blut. Boah. Alter. Steht der jetzt unendlich auf? Nee, jetzt blutet der. Jetzt muss der eindeutig tot bleiben. Okay, ich gucke nochmal eben auf die Karte. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich gegebenenfalls Türen öffnen. Wir könnten mal hier nachforschen. Ich meine, hier war noch eine Tür. Genau, so. Dann haben wir hier geradeaus vor uns eine Tür. Ah. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, also kommen wir anscheinend später irgendwie von einer anderen Seite weiter. Das kann natürlich sein. Wohin führte der Weg nochmal? Ah, zum Esszimmer. Richtig? Richtig oder richtig? Ah! Alter! Erschreck mich doch nicht! Ah! Jawohl! Jetzt wissen wir, wozu dieses Betäubungsgerät gut ist. So, ich würde sagen, wir setzen mal Treibstoff hier ein. Was? Nein, wir brauchen den Feuerzeug! Nein! Das kann doch echt nicht wahr. Egal, der ist eh tot. Aber trotzdem, das ist ärgerlich. Was nützt mir den Treibstoffkanister, wenn ich kein Feuerzeug habe? Das ist doch so scheiße. Okay. Wir laden wenigstens mal nach. Ich würde sagen, wenn wir jetzt gleich zu einer Inventarbox kommen, gehen wir nochmal kurz vorbei. Jetzt überlege ich, soll ich lieber noch ein Feuerzeug mitnehmen? Oder soll ich lieber Inventarbox da liegen lassen?
Ich habe so ein Gefühl, dass wir wieder viele neue Gegenstände bekommen werden, weil wir jetzt viele Türen zum Öffnen haben. Ich überlege noch. Erdgeschoss. Wir müssen auf jeden Fall nochmal kurz zum Inventarbox. Ich muss da noch was ablegen. Liebe Freunde. Gehen wir nochmal hier durch. Ja. Er ist jetzt natürlich ärgerlich mit dem Treibstoff da. Aber so ist das halt. So, hier ist der Speicherpunkt. Müsste eigentlich hier sein. Ja, ja, klar. Ja, da können wir gleich hier die Türen nochmal abklappern. So oder so müssen wir hier nochmal vorbei. Von daher, alles gut. So. Wo sind wir? Wir sind hier. Okay, jetzt können wir hier runter und nochmal, ja, Treibstoffkanister ablegen. Ich würde schon eigentlich fast sagen, das war wirklich wieder ein großer Akt. Keine Sorge, ich mache die Folge nicht aus. Nee, es war auf jeden Fall ein großer Akt. Ich würde speichern. Würde vielleicht Sinn machen. Hä? Was war das denn? Ah! Wer hat mir das denn hierher geliefert? Zimmerservice? Der Zimmerservice war da. Alter, warum? Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber hä? Womit habe ich das denn verdient? Ich dachte, auf der Laterne lag noch was, aber okay. Anscheinend nicht. Okay, Erste-Hilfe-Spray kann man leider nicht mehrmals ersetzen. Schade. Okay. Achso, Treibstoffkanister kann ich direkt auch mal hier lassen. Kann ich nicht gebrauchen, außer ich nehme Feuerzeug mit. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, dass wir noch viele Sachen sammeln werden, wenn ich mir das hier schon hier anschaue. Schaut mal. Brandsätze mitnehmen. Ah. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Hier, Brandsätze. Kriegen wir wieder einen Granatwerfer, wie bei Resident Evil Zero HD? Hm. Das ist die Preisfrage. Ich würde sagen, bevor ich es noch nicht weiß, lege ich es nochmal hier ab. Damit wir genug Platz haben. Weil, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, da wir jetzt einen neuen Schlüssel haben, dass wir wieder viele neue Hinweise sammeln können. Vielleicht kriegen wir auch Masken. Wer weiß. Weil die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich wirklich einen Schlüssel habe, was mehrere Türen öffnen kann, dann werden da meistens auch viele Gegenstände sein. Was ist das denn? Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie sich, falls Sie in einen Schlamassel geraten. Barry. Ah, der Barry war so nett. Ja, cool. Das finde ich ja cool gemacht. Chapeau. Also, ich weiß nicht, ob der Barry das extra macht. Ich hatte ja vor 2, 3 Folgen hatte ich ja ein bisschen Misstrauen, Skepsis gezeigt gegenüber Barry. Mittlerweile muss ich sagen, vielleicht liege ich falsch, dass es nicht so ist, dass der irgendwas verheimlicht oder so. Naja, lassen wir uns überraschen, was noch passieren wird. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Und wir können die nächste Tür passieren. Endlich passiert hier mal was. Vielleicht kriegen wir jetzt neue Rätsel. Okay. Wir sammeln direkt mal hier erstmal ein, würde ich sagen. Das Kraut. Guck mal. Gut, dass ich viele Sachen abgelegt habe. Hier habe ich schon wieder keinen Platz. Wie war das nochmal? Hier kann ich nicht kombinieren, ne? Aber so. Okay. Was sagt hier die Karte? Sie haben den Dietrich verwendet. Okay. Was haben wir hier noch? An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk dieser verwesenen Gestalten aus. Wo soll denn da ein Kratzer sein? Dieses Loch? Das ist doch kein Kratzer. Können wir da irgendwas hinhängen oder sowas? Bin mir gar nicht sicher. Ich würde mal sagen, wir gehen mal durch die Tür hier. Sieht wieder wie Toilettentüre aus. Ziemlich verrannt. Oh. Oh. Barry ist wieder da. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können.
Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet, meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Der Cracker. Ja, er wurde infiziert. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Okay, jetzt müssen wir eine abgerissene Seite finden, oder wie? Aber es sind schon mal mehr Hinweise, also ich sag ja, diese eine Schlüssel, den wir in unserem Besitz hatten, was ich leider in der letzten Folge nicht gemerkt habe, führt zu so vielen neuen Rätseln. Wahnsinn, was nur so ein Gegenstand ausmachen kann, dass man nicht durch mehrere Wege irgendwie reinkommt, weiterkommt. Naja, egal. Was ist das denn? Angelhaken mitnehmen? Ja. Diverse Angelhaken. Und jetzt? Was ist das eigentlich für ein Raum? Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Was ist das denn hier eigentlich? Bienenköder mitnehmen. Warum? Eine Sammlung präpariert Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken. Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit den präparierten Insekten zu tun. Was ist das? Oh! Das gleiche. Bienenpräparat mitnehmen. Verschiedene Angelköder. Ah, müssen wir die durch die Angelköder ersetzen? Jetzt habe ich zu oft angeklickt. Verwenden. Okay, brauchen sie jetzt nicht. Schade. Ah, ich habe jetzt wieder einen Gegenstand zu viel dabei. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich glaube, hier ist wieder ein Rätsel, was wir lösen müssen. Ich gehe doch mal durch diese eine Tür hier zurück. Boah, das will ich jetzt wissen, weil bevor ich jetzt hier einfach weitergehe und durcheinander komme, dann möchte ich lieber doch in Ruhe die Rätsel machen. Von Raum zu Raum. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Heilung ablegen. Wie viel Heilung haben wir denn eigentlich? Also Gesundheit. Ja, eigentlich haben wir noch volle Gesundheit. Wir könnten eigentlich alles ablegen, aber... Ich hoffe, dass ich da nicht dieses Pech dann habe, wenn Gegner kommen und ich kann mich leider nicht heilen in dem Moment. Das wäre natürlich ärgerlich. So, den Schlüssel behalten wir. Blauer Edelstein. Ah, ich würde den gerne auch erstmal hinlegen. Ich wüsste nicht, was ich mit denen anfangen soll. Nein. Nachher ist es zum Verhängnis, oder? Komm, nehmen wir es mit. Ah, ich hoffe, das wird nicht zum Verhängnis, dass ich diesen blauen Edelstein nicht zu viel mitgenommen habe. Den ich hätte ich auch vielleicht ablegen sollen. Naja. Gehen wir nochmal back. Back, back, back. So. Das war hier, ne? Ja. Das ist so typische Trinkerpause hier, habe ich das Gefühl. Haben die gut gemacht. Jetzt weiß ich, wie man es hier sinnvoll nutzen kann, diese Passagen hier. Man kann jedes Mal einen Schluck trinken. Trinken ist wichtig, liebe Freunde. Also, nicht wundern. Gut. Verschiedene Angelköder. Okay, hier können wir nichts mehr nehmen. Können wir hier irgendwas machen? Bienenköder mitnehmen, jawohl. Eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken. Ja, passiert nichts. Was ist, wenn wir diesen Insekt auf die andere Seite verfrachten? Passiert hier was? Oh. Und hier? Passiert immer noch nichts. Okay, was passiert, wenn wir diesen Insekt jetzt da hinlegen? Eine Sammlung perpetuer Insekten. Also hier sind wirklich Insekten, die nicht echt sind. Passiert immer noch nichts. Bienenköder mitnehmen. Müssen wir vielleicht irgendwas... kombinieren. Warte mal, nehmen wir es nochmal mit. Weil die haben noch alle so einen Haken, oder? Ah, perfekt. Okay, dann verwenden wir es nochmal. Vielleicht ist es jetzt richtig.
Rad mitnehmen? Nein. Ich möchte aber den Schalter benutzen. Ja! Perfekt! Was ist das denn? Scheiße. Ah! Alter, ist das eklig. Geh weg. Boah. Alter. Okay, Windwappen mitnehmen. Jawohl. Ah. Jetzt haben wir diese achteckigen Wappen gesammelt. Damit können wir wahrscheinlich das einsetzen. Und wir haben somit wieder einen möglichen Weg gefunden. Ihr erinnert euch im Garten? Da ist auf jeden Fall ein Wappen. Den könnte man einsetzen. Und dann könnte sich vielleicht die Tür endlich mal öffnen. Ja, ich freue mich, wenn wir weiterkommen. Das ist immer sehr schön. Und es ist immer so ein Erfolgserlebnis. Da denkt man, yeah, geil. Jetzt kommt man endlich mal weiter hier. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir verlassen diesen Raum. Ich glaube, den haben wir erfolgreich überstanden. Und wir überprüfen mal die gegenüberliegende Tür. Vielleicht haben wir da noch irgendwie was zum Erkunden. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, keine Monster oder sowas. Okay, hier scheint es wie ein Schlafzimmer auszusehen. Was haben wir denn hier? Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen. Ja, können wir gerne machen. Die Schublade ist leer, das Regal auch. Hier wurde anscheinend richtig aufgeräumt. Was haben wir denn hier? Oh, Farbband. Ja, wir müssen gleich wieder ein paar Gegenstände in die Inventarbox rein verfrachten. Was? Schnell aus dem... Sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Woher die das weiß? Was haben wir hier? Ah! Grünes Kraut. Haben wir hier noch was? Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich glaube, diesen Raum haben wir ausgiebig erkundet. Den können wir auf jeden Fall wieder verlassen. Cool. Also das mit dem Windwappen, das finde ich sehr, sehr schön, dass wir das gelöst haben, das Rätsel. Ist ja auch eigentlich einfach gewesen. Eine Biene mit einem Haken muss man zusammensetzen, damit man das als Köder benutzen kann. Und richtige Köder sind in meinen Augen auch wirklich echte Tiere und nicht irgendwelche Attrappen. Da steigt kein Fisch drauf ein. Oder für was man das benutzt. Also ich denke mal zum Fischen, ne? Aber essen Fische wirklich Bienen? Das müsste ich mal echt erkunden. Naja, ist auch egal. Kann alles sein. Okay, dann würde ich sagen, wir stauen wieder so ein paar Sachen in die Box. Was haben wir hier oben? Farbbänder. Okay, legen wir zusammen. Dann haben wir noch grünes Kraut. Könnten wir eigentlich auch wieder kombinieren, aber ich sammle die mal. Dann können wir uns drei grüne Kräuter zusammen mixen. Dann haben wir wieder was Schönes. Warte mal, Erste-Hilfe-Kasten. Kann man den öffnen? Keine besonderen Merkmale. Komm, das kann man doch öffnen, oder? Weil ich hatte ja geschworen, wirklich jedes Detail, jedes Item zu überprüfen. Müssen wir auf jeden Fall mit dem Wappen auch machen. Wobei ich denke, das Wappen wird keine großartigen Verwendungen mehr zeigen. Außer, dass wir es irgendwo einsetzen müssen. Aber ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Nachher ärgere ich mich, dass ich das nicht gemacht habe. Keine besonderen Merkmale. Okay. Ein Windsymbol. Ah, okay. Ja, wir haben ja mehrere solche Symbolfächer gesehen, wo man das ja einfügen kann. Müssen wir genau gucken, ob wir dieses Windwappen auch in einen Wappenteil da reinstecken, wo es auch so ein Symbol gezeigt wird. Müssen wir gucken, ob da noch ein Symbol war an den Steintafeln, wo das eingeführt werden kann. Okay. Hier können wir eh nicht wieder zurück. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. So, ich überlege gerade. Da hinten müsste der Kamin sein, richtig? Richtig. Kamin war sowieso nichts mehr, das heißt, wir gehen jetzt hier. Wir checken jetzt nochmal jeden Raum ab. Wir haben ja jetzt diesen Hausschlüssel mit dem Rüstungssymbol. Und da müssten wir doch in der Regel jetzt verschiedene Türen öffnen können. Wie diese zum Beispiel. Aha, sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Dann gehen wir doch mal rein.
Sieht sehr, sehr mysteriös aus. Ah! Und jetzt? Das ist doch eine Falle, oder? Was ist das? Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Betätigen. Das ist eine Falle. Dann kommen die gleich. Können wir die schieben? Ah, guck mal. Weil wir haben jetzt deren Schlaf gestört. Ich versuche das jetzt mal wirklich rein zu interpretieren. Wir haben deren Schlaf gestört. Dann würde ich einfach mal sagen, wir versetzen die wieder zurück in ihre Position. Vielleicht... Oh. Vielleicht führt das einen Schlaf aus, sozusagen. Mal gucken. Okay, gut, dass ich drauf spekuliert habe, dass es wahrscheinlich so gehen wird. Okay, wir müssen die wahrscheinlich wieder zurückkriegen. Nein. Dobersack, Dobersack. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich an diesen Wänden orientieren. Was haben wir hier? In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. Ja, das ist mir klar, aber ich meine hier oben drüber. Hier sind auf jeden Fall einer mit einem Schild, einer mit einer Axt. Ich glaube, dieses Schild muss als erstes reingedrückt werden. Da seht ihr mal, so läuft das. Was haben wir dann? Das dritte ist ein Schwert, vierte ist irgendwie eine Lanze oder sowas, ein Speer. Und das zweite ist eine Axt. Ich würde jetzt eher vermuten, dass wir die hier einführen müssen. So, und dann das Schwert. Ah, ich glaube, wir haben es falsch gemacht. Ja, ja. Wir müssen das anders machen. Wir müssen erstmal hier den hier reinschieben. Genau, ich habe mich nämlich verguckt. Aber es liegt auch daran, dass man da nicht reinzoomen kann. Um sich das genauer anzuschauen. Also, jetzt kommt diese Axt. Weil der ist natürlich viel größer als der da oben rechts. Ja, ja, es macht Sinn, hä? Doch nicht? Oh, das Rätsel, es ist echt Wahnsinn. Jetzt will ich das Schwert hier einfügen. Jetzt geht wieder alles raus. Ich würde sagen, das Schild. Also es ist auf jeden Fall ein Mechanismus hier. Ganz klar. So. Den haben wir reingemacht. So, jetzt ist die Frage. Wer kommt als nächstes? Er oder er? Versuchen wir es mal mit ihm. Boah. Okay, das... Das war es leider auch nicht. Ah, guck mal. Jetzt geht's. Perfekt. Irgendwie haben wir es gelöst. Können wir jetzt den Schalter betätigen? Jetzt haben wir die Ruhe sozusagen wieder hergestellt. Ja. Perfekt. Also ich merke, heute bin ich echt gut drauf, was die Rätsellösen-Aktion angeht. Ein rätselhafter Kasten. Schmuckkasten mitnehmen, jawohl. Die überprüfen wir direkt. Die ist doch auf jeden Fall zum Öffnen, oder? Es muss einen Weg geben, diesen Kasten zu öffnen. Nein. Bild von... Was? Da ist... Das ist ein Bild von Sonne und Mond. Auf dem Teller steht, Sonnenlicht weckt mich. Okay. Sonnenlicht. Oh, wieder so viel Rätsel hier. Schalter betätigen, ja. Passiert nichts. Okay, also, wir wissen schon mal, wir haben hier etwas, was wir mit Sonnenlicht öffnen müssen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir Sonne haben hier in diesem Haus. Okay, nehmen wir es einfach mal mit. Wir haben auf jeden Fall das nächste Rätsel hier gelöst. Finde ich gut. Diesmal kommen wir so gut voran. In der letzten Folge voll abgeschissen, aber das, wie gesagt, liegt daran, weil wir den Schlüssel nicht gefunden haben, direkt auf die Schnelle. Also wir haben die Münze bekommen, aber mit einer Münze als Wort kann ich nichts anfangen. Das ist für mich kein Schlüssel. Man hätte irgendwie schreiben müssen, Anhänger eines Schlüssels, den man noch irgendwie ausbiegen muss. Aber das wäre ja schon die Lösung, ne? Trinke ich nochmal kurz, oder? Nee, warte, bei der nächsten Tür machen wir das. So, gucken wir mal.
Haben wir hier noch was? Oh, sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Also, wir haben sehr, sehr viele Türen, die wir noch überprüfen müssen. Trink mal schnell. Muss auf jeden Fall bereit sein, wenn ein Zombie kommt. So ruhig hier. Ah! Boah, ich dachte schon. What happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Okay, ein Überlebender hat überlebt. Wir müssen ihm Serum bringen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das auf die Schnelle hinkriegen. Oh. Villa Erdgeschoss. Ist da das Serum? Oder warum wird das so prägnant jetzt angezeigt? Aber finde ich lustig. Jetzt zeigt man uns, ne, wo man hingehen muss. Und dann, ja. Nicht schlecht. Okay, wir müssen auf jeden Fall ins Erdgeschoss. Da in diesem einen Raum. Okay, hoffentlich finden wir diesen Raum. Von dort kamen wir. Genau, jetzt müssen wir hier wieder raus. Oh, oh, oh. Also, wir haben noch vieles zu erkunden, liebe Freunde. Ist auch gut so. Weil so kommen wir wenigstens weiter. Und so lohnt es sich auf jeden Fall, einen Weg einzuschlagen, wo man genau weiß, hier kommt man weiter. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Perfekt. Die nächste Tür, die auf uns wartet. Ich hoffe, dass dieser Richard noch lange überleben kann. Nicht, dass es auf Zeit geht und er stirbt irgendwann. Was ist denn hier? Hier sind wir wieder draußen, habe ich das Gefühl. Nein, jetzt bin ich wieder die Tür rausgegangen, ey, ich Trottel. Okay, gehen wir nochmal zurück. Ich trinke nochmal ein. Ja, ihr fragt euch, warum trinke ich in letzter Zeit so oft? Das liegt daran, weil ich so viel rede. Die Folgen lang werden. Und weil es sehr warm ist. Und da braucht der Mensch viel Flüssigkeit. Also. Aber ihr wisst ja selber Bescheid. Ein Tisch aus Glas. Und da liegt auch was. Ich will es mitnehmen. Pistolenmagazin. Perfekt. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das können wir, denke ich mal, sehr gut gebrauchen. Was haben wir denn da? Ein Granatwerfer? Ist das ein Granatwerfer? Sieht so aus. Ah, cool. Oh, oh. Steht doch gleich auf. Was für eine Sequenz. Hätte man sich vielleicht auch sparen können. Granatwerfer. Mitnehmen? Jawohl. Perfekt. Ist halt die Frage, ob ich den jetzt gegen ihn einsetzen muss. Forrest hat ins... Was? Forrest hat ins Gras gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Das glaube ich nicht. Die Pflanze hat unter Witterungseinflüssen gelitten. Ah, hier haben wir einen Dolch. Ich wusste, hier ist doch irgendwas hier, was ich gesehen habe. Eine Blattpflanze. Jemand hat die Bank als Ablage verwendet. Bestimmt er hier. Der steht doch gleich auf, oder? Hä? Ah! Der kommt doch jetzt, oder? Oh, oh. Ich schieße einfach drauf los. Boah. Alter, als hätte ich es geahnt. Steht er auf? Schieß nochmal drauf. Ah, der ist tot. Blut fließt. Okay. Perfekt. Ja, nehmen wir mal die Pflänzchen hier mit. Obwohl, ah, das ist jetzt ärgerlich. Wenn ich das jetzt mitnehme, kann ich es nicht kombinieren. Ach, verdammt. Wir hätten den Granatwerfer da lassen sollen. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen auf jeden Fall nochmal hier wieder zurück. Wir lassen die Pflänzchen mal da liegen. Schwer ans Herzens. Ich würde es gerne mitnehmen, aber wie gesagt, ich habe nur noch einen Platz frei und diesen Platz möchte ich lieber nochmal aufsparen. Wer weiß, was ich noch finden werde und mich dann wieder hinterher ärgert, dass ich keinen Platz habe. Deshalb machen wir das so. Okay, haben wir hier noch auf dieser Etage Türen, die wir öffnen können?
Nee. Anscheinend nicht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall zum Speicherstand. Gehen wir mal doch zu dieser Stelle, die uns vorhin ja gezeigt worden ist auf der Karte. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Spezielles sein soll. Serum oder sowas. Wir werden es sehen. Dafür müssen wir natürlich wieder... Warte mal, ich lade mal nach. Habe ich vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass da das Serum ist und wir dadurch Richard helfen können. Boah, ich habe wieder was gehört. Da kommt doch gleich wieder was. Na, ah, scheiße. Die Tür hat da rumgewackelt und ich gehe da noch da rein, ich Trottel. Ja, ist klar. Steh auf. Ne, er ist tot. Aber schaut mal, die Tür, die hat richtig gepocht, ne? Und dann spekuliere ich echt voll auf diese Tür. Hätte ich nicht machen sollen, ich hätte ihn einfach mal klopfen lassen sollen. Egal, haben wir schon mal erledigt. Ich hoffe, der steht nur nicht nochmal auf. Das wäre natürlich nicht schön. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall da in diesen Raum, der wahrscheinlich verschlossen ist. Ja, ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin. Da hat auch die Karte vorhin gesagt. Ist das Villa Erstgeschoss? Ja. Also Obergeschoss. Tür ist verschlossen. Ein Hemd. Oh. Oh. Komme ich doch nicht rein. Weil ich meine, hier, wo ich jetzt stehe, da war die Markierung gewesen. Oder? Ne, hier war die Markierung gewesen. Ah, okay. Dann habe ich mich verschätzt. Das ist eine Etage drunter. Ich bin an der richtigen Stelle, nur eine Etage zu hoch. Der steht doch gleich auf, der Sack. So, gehen wir mal hier rein. Ich weiß nicht, anscheinend schon ein paar Stunden tot. Achso, ja, das bezieht sich noch auf den Zombie hier, der auf dem Boden liegt. Also, hier wurde uns ein Bild gezeigt. Ah, guck mal hier. Serum mitnehmen. Jawohl! Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir legen mal den Granatwerfer ab. Den brauchen wir auf jeden Fall vielleicht später noch, aber jetzt glaube ich eher noch nicht. Ich würde dieses grüne Kraut noch mitnehmen. Das Problem ist, dann ist es wieder voll, ne? Wisst ihr was? Ich kann es ja eh nicht mixen. Wisst ihr was? Ich lasse den blauen Edelstein hier liegen. Also, wenn wir den wirklich brauchen sollten, dann werden wir es auch sehen. Okay. Ich würde sagen, ja, speichern. Nee. Ich hoffe, ich sterbe nur nicht. Und bereue es am Ende. Gut. Haben wir hier noch etwas? Wir hätten, glaube ich, noch eine Tür, oder? Kann das sein? Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, wir haben noch eine Tür. Ich warte auf den Moment, wo einer durchs Fenster springt. Sie haben den Schlüssel des Hauses verwendet. Okay, perfekt. Gehen wir mal kurz rein, bevor wir hier wieder weggehen. Hier liegt was. Batteriepack. Für was sollen die sein? Okay, nehmen wir es mal mit. Hä? Ach, Batteriepack ist für Verteidigung. Ah, ich dachte schon, das wäre jetzt das Ende von unserem Inventarplatz. Hier ist auch irgendwas. Das sieht so verdächtig aus hier. Und es ist... Ich habe irgendwas gehört. Oh, ist mein eigener Schatten. Hier wackelt was. Oh. Oh, oh. Oh, der kommt doch gleich irgendwann durch, oder? Der Kerzenhalter glänzt kalt im Mondlicht. Okay. Boah, das sieht aus, Leute. Okay. Überprüfen wir das hier. Muss ja irgendwie eine Daseinsberechtigung haben. Oh. Was haben wir denn hier? Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen, ja. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Rot?
Pumpen einstellen, ja. Ah! Alter! Was ist das denn? Es verwehrt uns auf jeden Fall den Weg. Ich will es gar nicht hinaufbeschwören und versuchen. Boah. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Deckel, Wasserpumpen, nein. Was passiert, wenn ich grün mache? Ne, passiert nichts. Okay, Pumpe einstellen, ja. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann da durchschlängeln. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich die da irgendwie wegkriegen soll, die Pflanze. Okay, gehen wir erstmal hier zurück. Was sieht so unheimlich aus hier. Aber gut gemacht, muss man wirklich sagen. So, wo sind wir? Von da sind wir gekommen, genau. Und ich dachte schon, was sind das hier für Geräusche? Okay, zwei Türen haben wir hier noch in dieser Abteilung. Oh, der steht doch gleich auf. Pistolenmagazin, jawohl. Uah. Alter, was hier immer so passiert. Ja. Komm, stich ihn rein. Jawohl. Was haben wir hier? Batteriepack. Wozu? Ach so, ja. Ja, ja. Ah. Schnell hier kurz weg. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Zeit gewinnen. Ja, er lebt auf jeden Fall noch. Komm her, du Sack. So, Musik ist weg. Alles gut. Hier haben wir noch irgendwas. Tagebuch des Wächters, 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus. Bah, es zu fressen zu begann. Er es zu fressen begann, so. 11. Mai 1998, was ist denn hier los, ey? Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Er sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Akkordarbeiter nennt man sowas. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998, ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998, noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinker hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinen Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? Bah, Zombie! 19. Mai 98, Fieber weg, alles juckt, Hunger, esse Hundefutter. 21. Mai 98, juckt, Scott kam hässlich ab. Was? Juckt, Scott kam hässlich, hab ich ihn gefressen, lecker.
Viertens, juckt lecker. Bah. Also das scheint die Entwicklung zu sein, wenn man irgendwie infiziert ist und sich dann zum Zombie verwandelt. Bah. Überall sind Kleidung und diverser Krimskrams verstreut. Ich guck mal eben auf die Karte, ich meine... Ne? Was haben wir denn hier? Die Tür wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Ich will gar nicht wissen, von was. Vielleicht hängt da schon das nächste Zombie-Line da hinter dieser Tür. Na gut, gehen wir wieder zurück und gehen mal diesen Weg hier. Sie haben die Tür aufgeschossen. Ha. Wahrscheinlich wird das wieder eine Abkürzung sein, weil wenn wir etwas aufgeschossen haben, war das meistens immer eine Tür, was wieder zu irgendeiner Stelle führte. Ah, seht mal hier. Perfekt. Wir gucken mal, ob wir diese Tür öffnen können. Wir haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Perfekt. Gehen wir mal rein. Was ist hier los? In der Ecke des Bilds steht geschrieben, zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Hm. Ist das hier eine Kirche oder was? Nee, eine Bar. Ich wollte schon sagen, das sieht irgendwie so ein bisschen anders aus hier. Ah, da war ein Farbband. Das Problem ist, ich habe natürlich wieder nur ein Plätzchen frei. Hm. Ich würde sagen, wir verwenden das jetzt einfach. So. Was haben wir denn hier? Ah. Hä? Schieben? Ich glaube, wenn wir es zu weit nach da schieben, dann... Ja, wir müssen es andersrum schieben. Weil ich glaube, wenn wir es zu weit schieben, dann finden... Ah, guck mal, was ist das? Weil wenn wir es jetzt zu weit schieben würden, wäre es an die Wand angelehnt. Und dann können wir es, glaube ich, nicht mehr rauskriegen. Und gut, dass ich das andersrum gemacht habe, weil hier ist irgendwas. Notenblatt mitnehmen. Was können wir jetzt damit machen? Brauchen sie jetzt nicht. Ich brauche es aber. Notenblatt. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Können wir es aufmachen? Ein Teil der Musik fehlt. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Ist das nicht... Nee. Ich dachte, das wären die Seiten, die fehlten. Und hier ist der Rest. Sozusagen. Können wir das irgendwie vielleicht kombinieren oder sowas? Hm. Anscheinend nicht. Ah, das sind doch Notenblätter. Können wir damit Klavier spielen? Können wir hier das benutzen? Nö. Hm. Was passiert, wenn ich das nochmal öffne? Und dann verwende? Geht das? Hm. Ja, ist ein bisschen bekloppt, was ich jetzt hier versuche, aber ich würde sagen, wir werden den Richard erstmal heilen gehen, weil er scheint wirklich noch, ja, wirklich unsere Hilfe zu brauchen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen müsste beim Klavier. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, vielleicht ist da irgendein Ständer oder sowas, wo ich die Musik hinstellen muss. Warte mal, bevor ich mich gleich ärgere, ich gucke nochmal richtig. Ich habe ehrlich gesagt den Raum auch nicht wirklich hundertprozentig unter die Lupe genommen. Ein kostspieliger Flügel. So, können wir hier von der Seite irgendwas machen? Ich weiß, es wird wahrscheinlich hier nicht viel bringen, was ich versuche. Aber, ja, nachher, bevor ich mich ärgere, dann gucke ich lieber nochmal. Das kann doch nicht sein. Wozu haben wir diese Noten? Die müssen doch hier gehen. Fehlende Musik. Teil der Musik fehlt. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Können wir das jetzt irgendwie verwenden? Ich finde es blöd, dass wenn wir zurückgehen, dass sich das wieder schließt. Ich würde es gerne mal irgendwie geöffnet benutzen. Aber ich glaube nicht, dass das vielleicht so einen großen Unterschied macht. Hölzerne Theke, sie riecht angenehm wie ein guter Wein. Gehen wir hier irgendwie vorbei? Hölzerne Theke aus Eiche. Ja, ja. Okay. Ne, hier können wir anscheinend nicht vorbei. Wir müssen leider wieder zurück. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder zu Richard. Boah, jetzt hoffe ich, dass ich den Weg wieder finde.
Okay, hier ging es runter, genau. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Farbband. Ja. Die Tür war offen, oder? Was war das nochmal für eine Tür? Ich guck nochmal nach. Vielleicht konnten wir hier auch irgendwas noch freischalten. Ich weiß es nicht. Ah, von hier kamen wir. Okay, alles klar. Aber hier ist noch eine Tür, sehe ich gerade. Laut Karte. Oh! Ein Dolch. Gut, dass ich hier nochmal nachgeschaut habe. Ich hätte diesen Raum fast ignoriert, aber nur fast. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Blauen und gelben Lichts. Hat das was mit dem blauen Edelstein zu tun? Weil das Einzige, was mir jetzt einfällt, blau, gelb. Wir haben einen blauen Edelstein. Vielleicht muss man zwei Edelsteine hier hinlegen oder sowas. Kann man hier überhaupt was hinlegen? Das müssen wir mal ausprobieren. Ich würde sagen... Ja, ihr merkt schon, ich nehme wirklich jeden Text, jeden Hinweis ernst. Also gelb, blau. Blau haben wir auf jeden Fall eine. Und das ist der Edelstein. Aber ob es wirklich irgendwie was bringen wird, ich weiß es nicht. Wir versuchen uns den Weg hier zu merken, damit ich hier gleich wieder zurückkomme. Ich muss nochmal zur Inventarbox. Ich muss ein paar Sachen mitnehmen. Die Frage ist, wie kam ich nochmal genau dahin? Da ist das. Ah, okay. Ja, ich hätte einfach nur die Karte angucken müssen. Ah, wieder zurück. Ja, das ist, wenn man viel quatscht und wenig aufpasst. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das könnt ihr mir nicht allzu übel nehmen, weil es ist wirklich wie ein Labyrinth hier. Also hier sind so viele Türen. Also ohne Karte kommt man wirklich nicht so gut zurecht. Außer man hat ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. Dann kann man vielleicht gut vorankommen. Alles klar. Also die Tür lassen wir jetzt erstmal da stehen. Genau, hier ist es. Der steht auch noch bald auf. Das garantiere ich euch. Ich würde es gerne irgendwie verbrennen. Können wir ja machen. Hier haben wir ja eigentlich direkt. Okay. Farbband legen wir mal weg. Empfehlende Musik. Das brauchen wir auf jeden Fall. Versuchen wir das mit dem blauen Edelstein. Ich bin sehr gespannt. Sollen wir noch irgendwas hier da lassen, sicherheitshalber? Ich würde sagen, wir kommen ja eh gleich nochmal wieder. Ich lasse mal das Serum hier. Mein Gott, wie viel Heilung ich hier habe. Wahnsinn. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Der steht noch auf, der Sack. Das habe ich so im Blut. Okay, wir gehen hier wieder zurück. Blau und gelb. Kann natürlich sein, dass es vielleicht nicht so viel bringen wird. Oder gar nichts bringen wird. Das kann natürlich auch sein. Aber wir sind ja hier direkt um die Ecke und es ist viel leichter, diese Wege noch zu merken, anstatt wenn ich jetzt auf der anderen Seite, am anderen Ende der Welt bin und hier wieder nichts gebacken kriege. Aha! Ah, als Auge wird es benutzt. Gewehrmunition. Cool. Ah, jetzt verstehe ich das. Das liegt daran, weil der blaue Edelstein, der wird größer dargestellt, als er es überhaupt ist. Es ist wirklich ein Auge. Also wenn ich das in Wirklichkeit sehen würde, das wäre bestimmt so ein kleines Ding. Dann hätte ich gesagt, klar, das sind doch für die Augen. Bist du blind oder was? Ja, auf jeden Fall brauchen wir noch einen gelben Edelstein. Perfekt. Boah, ich freue mich, wenn wir hier immer so weiterkommen. Boah, wir brauchen auf jeden Fall noch einen gelben Edelstein, wie gesagt. Wann wir den kriegen werden, keine Ahnung.
Ich würde sagen, dadurch, dass wir ja jetzt hier wieder so viel, an Hinweisen gesammelt haben, kann ich mir vorstellen, dass gleich irgendwas passiert, dass dieser Zombie aufsteht, weil ich habe so ein Gefühl, manchmal stehen die Gegner auf, wenn wir wirklich entsprechend weit gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass der bald aufstehen wird. Ist nur eine Frage der Zeit. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal zu Richard und geben ihm das Serum. Ich hoffe, dass wir noch zeitlich ankommen werden. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel hier wirklich von der Zeit her eine Rolle spielt. Also wir könnten noch 50 Stunden hier mit dem Serum hier rumwarten. Das würde immer noch ausreichen, den Richard zu heilen. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zu ihm. Ich überlege gerade nochmal, wo es genau war. Auf jeden Fall müssen wir hier nach oben. Das steht fest. So, dann müssten wir... Hier ist noch ein Weg. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Ja, ich muss oft die Karte bestaunen. Ich muss wirklich alles hier... Ah, wenn ich da jetzt durchlaufe, dann kommt auch wieder dieser eine Weg. Aber es gibt doch einen weiteren Weg. Okay, hier ist zum Glück kein Monster. Ich guck noch mal eben hier den einen Weg. Ich meine, hier ist noch eine Tür. Hä? War da ein Schatten? Ah, von mir. Boah, ich bin schon so paranoid hier. Okay. Wenn wir da durchgehen, dann kommen wir da raus. Okay. Das ist der eine Weg. Ich glaube... Ah, warte mal. Ah, der ist versperrt. Können wir den öffnen? Achso, das war jetzt von da. Ja, das ist, wenn die Kamera sich jedes Mal ändert. Das ist richtig, ja, umstellungsbedürftig. So, perfekt. Hier waren wir, genau. Hier haben wir diesen Zombie noch erlegt, der irgendwie wie aus dem Nichts kam. Und ich würde auf jeden Fall hier vorschlagen, wir haben noch dieses Windwappen. Den müssen wir auch irgendwie einsetzen, ne? Also auf jeden Fall, wo noch Wappen sind, wo ich mich noch erinnern kann, ist, wenn man hier runter geht, da haben wir an dieser mittleren Tür unten, haben wir noch zwei Wappen. Wappendinger da, die man also auf jeden Fall einfügen kann. Ist halt natürlich die Frage, ne, ob dieser Windwappen da reinpasst. Müssen wir uns mal angucken. Boah, das kann man aber gar nicht erkennen. Brauchen sie jetzt nicht. Hm. Wahrscheinlich sind das wieder so separate Wappenteile, die wir dafür einsetzen müssen. Okay, was sagt die Karte? Wir haben ja noch auf jeden Fall einen Weg. Tür ist verschlossen, Helmsymbol ist ein... Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein Helm-Dingens finden. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall hier mal durch. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht in dieser Folge. Ich höre irgendwelche Schritte. Ah! Schnell! Ah, der lag hier rum, ne? Ja, ja, das ist der. Boah. So ein Assi, ey. Gut, dass die Tür hier gerade war. Also direkt nebenan. Sonst hätte er uns auf jeden Fall gejagt. Ich warte auf den Moment, wo ich wieder mich tierisch erschrecke. Okay. Wir müssen so oder so nochmal alles abklappern, um somit alle Türen wirklich mal zu überprüfen. Okay. Ich höre schon wieder was. Dieses Geräusch mag ich nicht. So, hier war der Weg nach draußen, ne? Ach, hier war die Toilette. Ja, gucken wir mal in die Toilette kurz rein. Vielleicht hat sich ja was geändert. Boah, ich dachte schon, ey, aber dieser Propeller. Also, egal was sich im Bildschirm hier bewegt, ich werde direkt paranoid. Ich denke sofort, das ist ein Gegner oder so. Ah! Scheiße!
Was war das? Ah, Scheiße! Boah, Gegner! Kommen die jetzt hier hin? Scheiße, Alter. Gut, dass ich so vorsichtig bin. Sonst wäre schon Hackfleisch hier. Oh, komm, zeigt euch. Trefft doch! Geht doch. Nachladen. So, der ist tot. Nochmal nachladen. Na komm. Die Zombies brauchen echt eine extra Einladung. Mein Gott, wie lahm seid ihr denn, ey? So, der andere ist jetzt ein bisschen schneller. Alter Schwede, ey. Boah, der steht schon wieder auf. Ist er tot? Ja, ja, auf jeden Fall schon. So, die Musik ist weg. Also, ich bin der Meinung, wenn hier schon wirklich voll viele Zombies hier reinkommen, dann hat das schon irgendwie seinen Grund. Das bedeutet bestimmt irgendwie, ja, dass wir auf jeden Fall richtig sind. Schaut mal, hier, links neben mir, da wo ich nicht mehr reinkomme, wo das weggestrichen ist. Hier ärgere ich mich jetzt. Was wäre gewesen, wenn wir diesen Weg noch irgendwie reingehen können und diese rote Tür da im Weg steht? Ob wir da reingekommen wären und was wäre dahinter? Das wäre die Frage. Okay, hier ist nichts. Genau, hier ist diese eine Tür. Okay, wir müssen durch die Doppeltür. Ah, das ist so ärgerlich. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir diese Falle nicht entschärft hätten, also provoziert hätten. Wir haben ja dieses, fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben ja ein Gewehr gesammelt und wir haben ein defektes Gewehr. Und durch diese Schlüsselaktion, die wir ja mal hatten, indem wir diese Attrappe da hingelegt haben, damit die Falle wieder normal wird, da kann ich mir gut vorstellen, dass das defekte Gewehr da reingesetzt wird. Ah, das ist so ärgerlich. Leider komme ich da nicht mehr in diesen Raum zurück. Dann hätte ich es direkt mal getestet. So, jetzt schauen wir uns nochmal das hier an. Tür ist verschlossen. Wappen des Spencers in den Türgriff eingraviert. Können wir vielleicht irgendwie was einsetzen? Nö. Natürlich nicht. Können wir hier irgendwas benutzen? Irgendwas? Ne. Serum ist für unseren Freund gedacht. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Das heißt, wir haben alle Türen auf jeden Fall jetzt geöffnet. Mit diesem Schlüssel. Ablegen. Jawohl. Dadurch haben wir wieder ein Plätzchen mehr. Und wir überprüfen mal das Ganze. Eine sehr adelige Tür, muss ich sagen. Was ist das? Krähen. Der Titel lautet, bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. Oh, immer diese Anspielungen. Was ist das denn? Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter, drücken. Oh, das Bild des Helden hat sich orange gefärbt. Da kommt doch gleich runter, oder? Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Schalter drücken? Ja. Das Bild des Weisen hat sich rot gefärbt. War das nicht schon rot? Was haben wir hier? Bild eines Heiligen mit einer Krone. Es liegt hinter einem gelben Glas. Schalter drücken? Ja. Hat sich orange gefärbt. Ah, hier sind noch mehr Schalter. Hä? Was ist das denn? Ah, guck mal, Lisa, geschützt von den drei Geistern. Ah, ich sehe schon, mir leuchtet das direkt auf, weil hier grün, violett und rot oder orange, je nachdem, wie man sieht. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bilds ist ein Schalter. Drücken. Ah! Scheiße! Oh! Ihr Mistviecher. Das war so klar gewesen. Oh, geh weg. Blödes Vieh, ey. Oh, direkt mal hin und her laufen, damit wir ihn verwirren.
Boah. Hier fliegt ja noch so ein... Boah. Ich dachte, das war der letzte. So, jetzt aber, oder? Boah, diese blöden Krähen, ey. Also, wir gucken nochmal hier. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Das Armband ist rot. Beziehungsweise orange. Okay, das können wir so lassen. Ich glaube, das wird so schon richtig sein. Bild eines Weisen mit einer Halskette. Die Halskette war violett. Ah. Hat sich weiß? Wieso weiß? Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, woraus es hinausgeht. Bild eines Heiligen mit einer Krone. Die muss grün sein. Weiß. Okay, ich weiß auch schon warum. Weil wir hier blöderweise hier was umgestellt haben. Das gibt Lichtschalter sozusagen. Ah, seht ihr? Jetzt ist es grün. Okay. Ja, jetzt ist es richtig. Es sieht zumindest richtig aus. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Bild. Jetzt müsste es doch eigentlich irgendwie gelöst sein, oder? Ui! Da liegt was auf dem Boden. Eine Maske! Wir haben die erste Maske. Hä? Ist das nicht der Weg hier? Dietrich verwendet. Ah! Wir sind jetzt am Friedhof. Ja, cool! Ha! Ja, so nach und nach schließt sich der Kreis. Nach und nach lösen wir die Rätsel. Und ja, cool. Was haben wir hier? Todesmaske. Eine Todesmaske ohne Mund. Okay, dann wissen wir schon mal Bescheid. Ohne Mund. Das bedeutet, ich setze schon mal die Maske da auf. Wo kein Mund vorhanden ist. Dann haben wir den schon mal weg. Und ein Inventarplatz wieder voll. Mehr. Voll, mehr. Egal. Anstelle des Mundes. Okay. Verwenden. Blop. Das war gerade etwas eklig. Wie das Blut daraus geflossen kam. Bäh. Okay. Perfekto momento. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zurück. Wir müssen jetzt zum Richard. Wir müssen ihm das Serum geben. Und wir müssen auf jeden Fall bald mal wieder speichern, weil wir haben jetzt wirklich, 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 wirklich sehr viel gemacht. Und das muss auf jeden Fall gespeichert werden. Aber das Serum möchte ich noch machen. Das habe ich schon die ganze Folge hier schon gesagt, dass ich das machen möchte. Und ich kam noch nicht dazu. Und hier sehe ich wieder zwei Türe rechts, die wir öffnen können. Wir müssen auf jeden Fall hier nach oben. Mal kurz hier reinschauen. Ja, wir müssen eigentlich richtig sein. Hier müsste jetzt gleich der Richard sein. Wo war der Richard nochmal? Der war doch hier irgendwo, ne? War der nicht hier bei dieser Tür hier? Hier? War der nicht hier? Ich glaube schon. Ja, da liegt er. Nein, der ist tot. Scheiße. Oder? Oder bringt das noch was? Hä? Richards ist bereits tot. Ein tragisches Ende für so einen guten Freund. Ja, toll. Wozu habe ich jetzt das Serum? Gerade genug für eine Dosis. Habe ich das jetzt umsonst hier dabei? Oh. Oh. Ärgerlich. Ich habe mir extra die Mühe gemacht. Und habe das blöde Serum geholt. Mann, Mann, Mann. Egal, wir kombinieren mal eine Runde. Haben wir lange nicht mehr gemacht. So, jetzt haben wir wieder Heilung. Der steht aber gleich auf. Der wird bestimmt noch ein Zombie. Okay, wir haben noch einen Platz insgesamt frei.
Hier wird wieder wahrscheinlich irgendwas passieren. Naja, ich höre schon was. Du ekliges Vieh, ey. Knie dich nieder. Vor deiner Herrin. Obwohl, eine Herrin von so einem Zombie-Ding will ich gar nicht sein. Egal. Es ist komisch, dass hier keine Musik kommt. Tür ist verschlossen. Ein Schildsymbol ist in das Schloss eingraviert. Hier gibt es anscheinend wieder so einen Special-Schlüssel wieder. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie das flackert. Alter. Boah, dieses Flackern hier. Geh mal aus, du blöde Lampe. Aber gut gemacht. Muss man wirklich sagen. Pistolenmagazin. Nehmen wir gerne an. Ah, hier haben wir wieder was zum Schieben. Ich überprüfe erstmal diesen Raum. Ich schieb den mal in diese Richtung. Ah. Als hätte ich es geahnt. Einen Weg haben wir hier wieder aufgemacht. Haben wir hier noch irgendwas auf dem Tisch? Ein Kerzenhalter ohne Flamme. Oh, da werden wir bestimmt mit dem Feuerzeug hier wieder hinkommen müssen. Merken wir uns das auf jeden Fall. Feuerzeug hier an der Kerze. Vielleicht löst das irgend... Alter! Oh, hat der mich erschrocken, ey. Blöder Sack. In dieser Finsternis ist nicht viel zu sehen. Okay, es läuft darauf hinaus, dass wir auf jeden Fall Feuerzeug benutzen müssen. So viel steht fest. Okay, merken wir uns diesen Raum. Hier müssen wir auf jeden Fall noch mit dem Feuerzeug hin. Also, das ist so klar. Also, das... Es wurde extra noch gesagt, dass es zu dunkel ist. Okay. Hier können wir eh nicht weiter. Jetzt ist die Frage, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt irgendwie diese fehlende Musik und den Schmuckkasten betätigen. Boah, wieder so ein Rätsel, ey. Wo haben wir hier Sonne? Oh nein. Also, ich weiß, wo wir noch hingehen müssen. Dieser eine Weg, der nach draußen führte, wo wir einen Hund im Garten gefunden haben, der uns angegriffen hat. Und da müssen wir hoffentlich diesen Wappen einsetzen. Oder dieses Wappen einsetzen. Steht doch gleich auf, sag ich doch. Bleib da liegen, du Sack. Kommt da Blut? Ja. Okay, wir gehen wieder raus. Eigentlich wird es schon längst Zeit, die Folge zu beenden. Es geht wieder so lange hier. Aber es ist Wahnsinn. Was man mit wenig hier alles machen kann. Also, wir sind ja nicht so weit weg. Wir sind ja immer nur in diesem einen Haus. Aber trotz allem ist in diesem Haus wirklich sehr viel Info. Können wir ja vielleicht in diesen Raum reingehen? Da fehlen ja irgendwelche Seiten. Vielleicht können wir da was kombinieren. Oder einsetzen. Wer weiß. Probieren wir es mal aus. Offenes Tagebuch. Seiten sind leer. Können wir vielleicht hier verwenden? Nö. Schade. Ich habe drauf spekuliert, dass es geht. Okay, dann nicht. Ah, wo war der eine Weg nochmal, wo man nach draußen gehen konnte? War der hier? Nee. Hier war doch das mit dem Kamin, richtig? Ja, hier ist das mit dem Kamin. Das habe ich mir wenigstens gut gemerkt hier, der Raum. Der Raum hat mir wirklich den Kopf zerbrochen, letzte Folge. Ich habe die ganze Zeit diesen blöden Raum hier gesucht und der ist einfach nur hier in dieser komischen Ecke. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal zum Speicherpunkt und speichern.
Und werden dann in der nächsten Folge uns wiedersehen. Das wird dann am Mittwoch sein. Wir haben ja heute Sonntag. Und da würde ich euch gerne einladen, wieder dabei zu sein. Und bis dahin könnt ihr mir ja vielleicht in den Kommentaren kleine Tipps geben, was ich zum Beispiel mit diesem hier fehlender Musik machen kann und mit diesem Schmuckkasten. Windwappen, wie gesagt, ich würde sagen, in diesen einen Außenbereich müssen wir hingehen und versuchen, den dort einzusetzen. Ansonsten, wenn ihr besser wisst, wozu der Windwappen gut sein soll, dann sagt mir das auf jeden Fall auch Bescheid. Dann machen wir das. Ich würde sagen, das Serum, das legen wir schon mal weg. Das brauchen wir nicht. Weil wir haben Richard zu spät das Serum übergeben können und er ist leider schon gestorben. Ja, so ist es leider. Ja, wir haben noch ein paar Sachen auf jeden Fall noch zu machen. Ich weiß nicht, können wir das hier jetzt kombinieren? Eben testen habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert. Na, das geht natürlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, das kommt wieder zurück. Alles klar. Ich würde sagen, wir speichern jetzt und dann ist die Folge auch zu Ende. So. Speichern, jawohl. Gut. Dann würde ich sagen, den können wir hier überschreiben. Alles gut. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge am Mittwoch wieder dabei seid. Bis dahin, euch allen noch eine schöne, ja, einen schönen Start in die neue Woche und einen schönen Sonntagabend. Und bis dahin, alles Gute. Ciao.